kommen zu Top 61 unserer Tagesordnung, nämlich dem Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion der CDU, 2 Milliarden Euro Hilfen, damit Hessen auch in der Krise stark und handlungsfähig bleibt. Und ich darf zunächst dem Abgeordneten Reul von der CDU das Wort erteilen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Ausbreitung des Coronavirus stellt alle Bereiche des Lebens, von der Wirtschaft über die Gesellschaft, das Vereinsleben und die Politik vor enorme Herausforderungen. Gerade in Bezug auf die Wirtschaft erleben wir die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Es war deshalb sehr wichtig, dass wir schnell und direkt reagiert haben. Vor gut 2 Monaten wurde der bisher größte Nachtragshaushalt beschlossen, den es in der Geschichte des Landes Hessen bisher je gegeben hat. Der Hessische Landtag hat damals einmütig der Landesregierung die Ermächtigung über die Verwendung von 2 Milliarden Euro für die Bewältigung der gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie erteilt. Das sind enorme Mittel, die der Hessische Landtag und damit auch der Landesregierung einen enormen Vertrauensvorschuss gegeben hat. Für die konstruktive Mitarbeit und die Unterstützung der Oppositionsfraktionen, das möchte ich an dieser Stelle erwähnen, möchte ich mich sehr bedanken und hoffe, dass wir uns den großen gemeinsamen Konsens bewahren und auch den riesigen Herausforderungen in der Zukunft gemeinsam trotzen können. Wir stehen immer noch, und das auch aus meiner Sicht noch für lange Zeit, vor einer gesamtgesellschaftlichen Herausforderung von einem bisher noch nie gekannten Ausmaß. Seit dem ersten Nachtragshaushalt sind 2 Monate vergangen. Und auch wenn die Infektionszahlen zurückgegangen sind, haben wir immer noch mit den Folgen und den gravierenden Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. Mittlerweile wissen wir durch die erste Steuerschätzung in diesem Jahr, es werden noch 2 weitere Folgen im September und im November, dass wir mit massiven Steuereinbrüchen in Milliardenhöhe in diesem und in den folgenden Jahren zu kämpfen haben. Diese stellen uns gemeinsam vor massive Herausforderungen, die größte seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Darüber wird in den nächsten Wochen noch im Rahmen eines zweiten Nachtragshaushaltes intensiv und gemeinsam zu sprechen sein. Die der Landesregierung im Rahmen des ersten Nachtragshaushaltes anvertrauten Mittel wurden schnell, zielgerichtet und unbürokratisch eingesetzt. Zudem wurde regelmäßig, transparent, verständlich und informativ im Haushaltsausschuss und in Gesprächen mit den Haushaltsobleuten über die Mittelverwendung und die Planung zeitnah berichtet. Lassen Sie mich Ihnen die größten Positionen noch einmal nennen. 400 Millionen Euro für persönliche Schutzausstattung in Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheimen, öffentlicher Gesundheitsdienst und Eigenbedarf der Landesverwaltung. 374 Millionen Euro für wirtschaftliche Soforthilfemaßnahmen, davon 250 Millionen € als Kofinanzierung zu den Soforthilfen des Bundes und 124 Millionen € für Mikrokredite für KMU durch die WIBank. 200 Millionen Euro gesetzliche Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz, das ist für die Erstattung der Verdienstausfälle aufgrund der Schließung von Schulen und Kitas. 20 Millionen Euro für Beatmungsgeräte für Krankenhausintensivbetten, 12 Millionen für Vereinsförderung, 12 Millionen für die Einnahmeausfälle bei Hessenforst, 12 Millionen für Mehrbedarfe Einnahmeausfällen bei den Justizvollzugsanstalten, 7 Millionen für IT-Maßnahmen der HZD, 5 Millionen für die Studentenwerke, 1,5 Millionen für die IT-Ausstattung im Schulbereich und 1 Million für die Jugendherbergen. Diese Aufzählung ist nicht vollständig, aber sie soll einfach einmal den breiten Bogen anzeigen unserer Maßnahmen, die wir ergriffen haben, die konsequent und zielgerichtet, unbürokratisch und schnell waren. Und das lassen Sie mich auch an dieser Stelle sagen. In diesem Zusammenhang kann man es nicht oft genug betonen, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Regierungspräsidien geleistet haben. Mehr oder weniger rund um die Uhr, an Wochenenden, über Ostern, wurden die Anträge bearbeitet. Ich glaube, es gebietet unser aller Dank. Dazu möchte ich ergänzen die Hilfsprogramme der WIBank. Denn diese hat mit ihren Mikrokrediten und Liquiditätskrediten vielen Unternehmen zu günstigen Konditionen geholfen. Auch hier der Dank an die Geschäftsführung, an die Mitarbeiter, die dort Immenses kurzfristig geleistet haben. Es ist vollkommen klar, das sind viele Dinge, die wir auch noch weiterhin zu tun haben und die in den nächsten Wochen von uns gemeinsam sehr viel Arbeit erfordern.
Die Steuerschätzung allein für dieses Haushaltsjahr hat uns Mindereinnahmen von 3 Milliarden Euro prognostiziert. Auch für die weiteren Jahre ist mit weniger Einnahmen als ursprünglich geplant zu rechnen. Insgesamt haben wir auch noch zusätzlich weitere Maßnahmen ergriffen im Bereich der Steuern. Dort gibt es ein Entlastungsvolumen von insgesamt 1,6 Milliarden Euro. Wenn ich etwas mehr Zeit hätte, würde ich es detailliert noch ausführen. Und auch weitere Belastungen, wissen wir, sind absehbar, aber da wird an anderer Stelle noch zu reden sein. Lassen Sie mich aber bitte einen Punkt noch zum Schluss erwähnen. Bisher hat die Hessische Landesregierung zusammen mit dem Hessischen Landtag sehr verantwortungsvoll gehandelt. Das war wichtig, auch für die Bürgerinnen und Bürger. Parteipolitischer Streit in solchen Krisensituationen wäre auch das falsche Zeichen und Signal. Denn wir haben alle das gleiche Ziel. Hessen soll stark durch die Krise kommen. Natürlich werden wir in der Zukunft auch über den besten Weg dorthin uns gemeinsam auseinandersetzen. Wir haben hervorragende Grundlagen, um gut durch die Krise zu kommen. In den vergangenen Jahren hat sich Hessen wirtschaftlich finanziell sehr gut entwickelt. Wir haben hohe Beiträge in den Länderfinanzausgleich eingezahlt, doppelt so hoch wie die Schuldenaufnahme im gleichen Zeitraum. Wir haben die Vorgaben der Schuldenbremse in dieser Zeit erfüllt. Die Haushalte waren solide aufgestellt. Wir haben Schulden zurückgezahlt und stabile Rücklagen aufgebaut. Das alles basierte auf einer hervorragenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, das wissen wir. Aber auch Herr Reul, Sie haben charmant übergeleitet, aber bitte kommen Sie zum Schluss. Zum Schluss und einer soliden Haushaltspolitik mit Entscheidungen, die sicher nicht immer leicht zu kommunizieren waren. All dies hilft uns jetzt, kraftvoll zu agieren. Lassen Sie uns zusammenbleiben im Sinne der Menschen für die Bürgerinnen und Bürger. Es werden weitere große Kraftanstrengungen nötig sein. Gehen wir sie gemeinsam an. Herzlichen Dank. Ich darf Frau Schardt-Sauer von der FDP nach vorne bitten. Ah, ja, genau. Ein Königreich für den Kaffee. Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ja, als ich die Aktuelle Stunde sah, dachte ich, kreativ und aktuell geht anders, aber es beruhigt. Diese Aktuelle Stunde reiht sich nahtlos ein in die Bekannten, mit denen die CDU-Fraktion die Leistungen der Regierung feiert. Heute versucht die CDU-Fraktion, mit den vom Landtag beschlossenen Nachtragshaushalt zu punkten und für sich zu vereinnahmen. Mit Blick auf den bevorstehenden Nachtragshaushalt 2, wo Sie, sehr geehrte Damen und Herren der Koalition, wieder auf die Unterstützung durch die Opposition angewiesen sind, ist diese Selbstbeweihräucherung vielleicht nicht so ganz der klügste Weg. Und es muss doch bei aller unstrittigen Einigkeit vor der großen Herausforderung gestattet sein, zu hinterfragen, wie wird was gemacht. Gibt es Anlass für grenzenlosen Jubel? Nein. Es könnte im Vollzug des Nachtragshaushalts I einiges besser laufen. Und um keine Missverständnisse entstehen zu lassen, zwei Fakten noch einmal. Die Freien Demokraten sehen in der Ausbreitung des Coronavirus die größte Herausforderung seit Jahrzehnten, die mit allen uns hier möglichen Mitteln bekämpft werden muss. Und wir haben deswegen auch dem ersten Nachtrag und der Ausnahme zur Schuldenbremse zugestimmt, nämlich in der festen Überzeugung, dass die Bekämpfung und Bewältigung der Pandemie in Hessen schnelle und umfangreiche Hilfe bedurfte und weiter bedarf. In Summe, und das verschweigen Sie gerne, zwar gab es eben eine sehr umfangreiche Vorlesezeit aus dem Kontoauszug, der Landtag hat im Nachtragshaushalt 1,9 Milliarden Neuverschuldung, den Wegfall der für 2020 geplanten Schuldentilgung in Höhe von 100 Millionen, die Ermächtigung auf die Rücklagen in Höhe von 1,25 Milliarden zuzugreifen. Es stehen dieser Landesregierung zur Bekämpfung und Bewältigung bis zu 3,25 Milliarden im laufenden Jahr 2020 zur Verfügung. Und was hat nun die gefeierte und am liebsten zu huldigende Landesregierung in den letzten 2 Monaten damit auf den Weg gebracht? Zur Bekämpfung der Pandemie wohlgemerkt.
Bislang hat der Haushaltsausschuss 3 Kontoauszüge bekommen. Der letzte, und auf den kann ich mich halt nur beziehen, der letzte ist vom 15. Mai. Der nächste, wir hoffen, kommt zum 30. Mai. Zum Stichtag 15. Mai kann man sagen, angemeldete Mittel, ich muss mal aufpassen bei den ganz vielen Zahlen, 1.051.000.000, weitere streiche ich. Verausgabte Mittel 310.738.000. Ausgehend von den 2 Milliarden Neuverschuldung sind noch rund 948 Millionen ungebunden. Inklusive der Rücklagen sind es sogar 2,2 Milliarden, die in Hessen noch da sind. Die bisherige Berichterstattung der Landesregierung dazu, das ist wichtig. Wir müssen doch wissen, was wir von den Steuergeldern haben wollen. Diese Berichterstattung lässt aber sehr zu wünschen übrig. Wir haben quasi einen Blankoscheck ausgestellt, und den damit verbundenen Vertrauensvorschuss haben Sie als Landesregierung leider nicht rechtfertigen können. Nachfragen in den Fachausschüssen zu den jeweiligen Projekten blieben unbeantwortet. Es kamen so Aussagen, ich glaube, es war im Sozialministerium, ja, ich weiß, ich gebe viel Geld aus, aber nicht wofür. Der 14-tägige Kontoauszug des Finanzministeriums hilft da nur bedingt. Es braucht angesichts der gewaltigen Summen und der Verantwortung für kommende Generationen eine engmaschige Information des Parlaments. Und vor allem, wofür werden diese Mittel ausgegeben? Sind sie für die Pandemie? Gutes Beispiel für diese Frage, dass die nicht frecher Gedanke der Opposition ist, sondern legitim, sind die vom Umweltministerium angemeldeten 10 Millionen Einnahmeausfallausgleich für Hessenforst. Ich habe mich echt gefragt, hat der Borkenkäfer jetzt Corona oder was ist da los? Diese wirklich einmütig bereitgestellten Mittel müssen gezielt ausgegeben werden. Und das ist klar, und deshalb der Blick nach vorne. Im Juni steht der Nachtragshaushalt 2 an, angekündigt vom Minister. Die Mai-Steuerschätzung zeigt uns, das ist eine Herausforderung mit den 3 Milliarden. Aber bei all dem, und deshalb diese Anmerkung zu der Aktuellen Stunde, das Geld muss zielgenau ausgegeben werden, es muss berichtet werden, und vor allen Dingen, Corona ist kein Automatismus für Schulden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es war fast eine Punktlandung, Frau Schardt-Sauer. Und jetzt darf ich Herrn Weiß nach vorne bitten für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Reul, ich hatte eben bei Ihrer Rede ein bisschen Angst, dass hier ein zarter Windhauch durchgeht und dass Sie dann hier auf einmal abheben bei der Menge an vielen fremden Federn, die Sie sich angesteckt haben hier bei Ihrer Rede. Wir haben es eben schon gehört, diese ganze Aktuelle Stunde, dieser ganze Nachtragshaushalt wäre ohne die Oppositionsfraktion nicht möglich gewesen. Schön, dass Sie das in einem Halbsatz erwähnt haben. Den Dank nehmen wir gerne an. Er ist auch verdient. Man hätte auch erinnern können im Übrigen an die Leistung, die die Bundesregierung in dieser Krise erbringt, denn von dem ganzen Geld, was Sie hier erwähnt haben, auch von den 2 Milliarden, 630 Millionen Euro der Soforthilfe für die Unternehmen, das ist Bundesgeld. Das ist Geld der schwarz-roten Koalition in Berlin, was hier nach Hessen fließt. Hätte man auch erwähnen, finde ich, hätte ich ganz in Ordnung gefunden. Liebe. Ja, aber. Herr Bellino, wir kennen das ja. Also, Sie nehmen ja immer das Bundesgeld und machen dann, etikettieren das um, ja, machen noch einen kleinen Schnaps drauf, verkaufen es dann als Landesprogramm. Deswegen machen Sie auch im Übrigen jetzt noch kein eigenes hessisches Investitionsprogramm, sondern Sie warten ja auf das Bundesprogramm, was kommt, um dann nämlich genau das Gleiche wieder zu machen, wieder ein bisschen was draufzusetzen und das ganze Bundesgeld dann als großes Landesprogramm zu verkaufen. Kennen wir ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben Ihnen einen Vertrauensvorschuss gegeben, aus Verantwortung für dieses Land, aus Sorge um die Volkswirtschaft, aus Verpflichtung für die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Die Verteilung der Mittel des Nachtrags liegt komplett in der Verantwortung derer, die hinter mir sitzen. Und was uns bei der Bilanz, die wir im Vollzug immer bekommen, auffällt, sind zwei Dinge. Erstens, es ist da einiges drin, was eigentlich nicht reingehört. Die Kollegin Schardt-Sauer hat es eben schon angesprochen. Warum haben wir zugestimmt?
Das Geld war ausdrücklich für die Ausnahmesituation aufgrund der Corona-Pandemie. Stand im Antrag der Landesregierung an den Hessischen Landtag genauso drin. Im Haushaltsgesetz des Nachtrags steht drin, zur Bewältigung der Folgen der Pandemie durch das Coronavirus. Wenn wir da jetzt 10 Millionen Euro, oder der Kollege Reul hat eben sogar von 12 Millionen Euro gesprochen, Einnahmeausfälle für Hessenforst reden, dann ist das gut, dass die Landesregierung das erstattet. Das muss sie aber aus eigenen Mitteln machen. Das muss sie auf eine andere Art und Weise machen und nicht aus dem Haushalt raus und nicht aus dem Corona-Nachtrag, den wir dementsprechend gemacht haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht die ganze Herr Reul, das Ganze hat viel mit Vertrauen zu tun. Wenn wir einen Vertrauensvorschuss geben, dann gehen wir davon aus, dass die Landesregierung das Geld auch so ausgibt, wie wir es ihr mit aufgegeben haben. Und dann erwarten wir, dass solche Sachen nicht passieren. Man kann auch argumentieren, durchaus, ob der Klimawandel, der für die Borkenkäferplage und für den Einnahmeausfall bei Hessenforst resultiert, ob das vielleicht sogar ein Grund wäre, die Schuldenbremse einzusetzen, für eine Ausnahmeregelung. Aber hier explizit gilt das nicht. Und deswegen möchten wir auch, dass das hier klar getrennt wird. Der zweite Punkt, der uns aufgefallen ist, es wird jetzt in vielen Bereichen das nachgeholt, was unter 21 Jahren CDU-Regierung vernachlässigt und versäumt wurde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Investitionen in Krankenhäuser. Hessen ist der Vorletzter in Deutschland bei den Landesinvestitionsmitteln, was die Krankenhäuser angeht. IT-Infrastruktur der Verwaltung, wo jetzt mit draufgepackt wird mit Corona-Geldern. Hätte man längst machen können. Bereithaltung von Schutzkleidung für Landesbedienstete, Ausstattung von Schulen. Das sind doch alles Punkte, wenn die CDU-geführte Landesregierung in den letzten 20 Jahren ihre Arbeit gemacht hätte, da ordentlich investiert hätte, müssten wir jetzt mit dem Corona-Haushalt dafür weniger ausgeben. Das ist der zweite Punkt. Und also es steht einiges drin, was nicht reingehört. Es steht einiges drin, was schon längst hätte gemacht werden können. Und uns fehlt auch einiges in der Liste. Das sagen wir auch hier in der politischen Auseinandersetzung. Uns fehlen zum Beispiel zusätzliche Mittel der Unterstützung für Frauenhäuser. Finden sich da drin überhaupt nicht. Haben wir dementsprechend beantragt, möchten wir, dass das aus den Mitteln gewährleistet wird. Das gleiche Tablets für Schülerinnen und Schüler, und zwar für alle. Auch Mittel, die im Moment da überhaupt noch nicht für vorgesehen sind. Hilfe für Soloselbstständige. Der Kollege Decker hat da heute Morgen schon ein bisschen was zu gesagt. Auch etwas, wo wir uns gewünscht hätten, dass dazu etwas drinsteht. Und ein ganz wichtiger Punkt, was aus unserer Sicht auch noch fehlt und was hoffentlich kommt, ist ein Förderprogramm für unsere Kommunen, liebe Kolleginnen und Kollegen. 1,5 Milliarden Minus bei der Gewerbesteuer. Ich bin froh, dass der Frankfurter Kämmerer von der CDU dem Ministerpräsidenten wieder Bouffier widersprochen hat explizit und den Scholz-Vorschlag gelobt hat, was die Übernahme der Gewerbesteuerausfälle durch Land und Bund angeht. Und ich hoffe, dass die Landesregierung und der Ministerpräsident hier auch dementsprechend noch einmal darüber nachdenken. Offensichtlich ist der CDU-Kämmerer von Frankfurt da ein bisschen weiter und ein bisschen klüger als der Ministerpräsident. Diesen Vorschlag von Olaf Scholz, der ist ein guter und den sollte das Land Hessen auch annehmen. Liebe Herr Weiß, kommen Sie langsam zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit ich hier nicht nur meckere, vieles läuft im Großen und Ganzen gut. Die Administration der Soforthilfe und die Abwicklung der Liquiditätshilfen der WIBank beispielsweise. Wir erkennen die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung hier ausdrücklich an und sind ihnen dafür dankbar. Und wir werden auch zukünftig genau anschauen und erwarten eine Aufschlüsselung der Positionen. Wir werden eine reine Globalposition im Einzelplan 17, wie wir sie jetzt hatten, Herr Minister Boddenberg, die dann auf Gutdünken auf die Ressorts verteilt werden, werden wir beim zweiten Nachtrag nicht akzeptieren. Wir sind bereit, im Sinne der Sache weiterhin zu kooperieren, aber wir erwarten solche Kooperationsbereitschaft dann auch von CDU und Grünen und der Landesregierung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für Bündnis 90 die Grünen darf ich Herrn Martin nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, als ich vor rund anderthalb Jahren in den Hessischen Landtag gewählt wurde, habe ich eine ganze Menge erwartet. Ich habe erwartet, vor schwierigen Entscheidungen zu stehen und auch vor herausfordernden Abwägungen. Ich habe auch erwartet, unerwartete Situationen erleben zu müssen, und das Hantieren mit großen Summen gehörte auch dazu. Was ich aber niemals erwartet hätte, ist, dass wir jetzt anderthalb Jahre später vor den größten Herausforderungen seit der Nachkriegszeit stehen würden. Diese Pandemie verlangt uns allen eine Menge ab.
beruflich wie privat, emotional wie wirtschaftlich. Sie ist verbunden mit Kontaktbeschränkungen und harten Grundrechtseinschränkungen. Es gibt Menschen, die haben geliebte Menschen verloren und andere, die um ihre wirtschaftliche Existenz bangen. Bund und Länder stellen unvorstellbare Summen bereit, um die Auswirkungen dieser Pandemie bestmöglich einzudämmen. Hessen hat, und Herr Weiß, Frau Schatzauer, das haben wir gemeinsam gemacht, einen milliardenschweren Nachtragshaushalt bereitgestellt und einen Schutzschirm über 8,5 Milliarden Euro gespannt. Summen, die schon ein bisschen Höhenangst bescheren. Frau Schatzauer, Sie haben gesagt, es gäbe keinen Automatismus zwischen den Corona-Herausforderungen und Schuldenmachen. Doch, leider gibt es den. Leider gibt es den, weil wir bei rückläufigen Steuereinnahmen nicht in der Lage wären, diese großen Herausforderungen ohne neue Schulden bewältigen zu können. In diesen Tagen könnte man den Eindruck gewinnen, in Deutschland gäbe es zahlreiche Hobby-Virologen und erfahrene Krisenmanager, die alles besser wissen. Ich will ehrlich sein, ich habe in diesen Zeiten manchmal den Eindruck, den großen Erwartungen, die an uns gestellt werden, dieser großen Verantwortung nicht gerecht werden zu können. Ich empfinde riesigen Respekt vor den Entscheidungen, die wir gerade treffen. Und ja, manchmal finde ich das auch beängstigend. Diese Aktuelle Stunde spricht davon, dass Hessen auch in der Krise stark bleibt. Ich finde, einzugestehen, dass wir alle auch bloß Menschen sind, Menschen, die manchmal überfordert sind, Menschen, die nicht alles wissen, die nicht immer recht haben. Sich all das einzugestehen, das ist auch ein Zeichen von Stärke. Diese Krise können wir nur gemeinsam bewältigen und sie ist auch eine Bewährungsprobe für unsere Gesellschaft. Und manchmal, da verlieren wir im Wirrwarr der Herausforderungen den Blick auf all das, was wir bereits geschafft haben. Aber genau dieser Blick ist unglaublich wichtig, denn er gibt uns Kraft, macht uns Mut, er motiviert uns und er zeigt uns, dass wir gerade in solchen Krisenzeiten über uns hinauswachsen. Und in dieser schwierigen Lage ist es uns gelungen, mit präventiven Maßnahmen unfassbar viel Leid von der hessischen Bevölkerung abzuwenden. Unser Gesundheitssystem war jeden einzelnen Tag in der Lage, den Herausforderungen gerecht zu werden. Die Versorgung der hessischen Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Produkten war jederzeit sichergestellt. Dieses Parlament, Landesregierung und Verwaltung waren zu jedem Zeitpunkt handlungsfähig. In dieser schwierigen Lage greifen wir durch vielfältige Maßnahmen, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, ganz vielen Menschen unter die Arme. Und wir müssen dabei nicht jede Maßnahme in jeder Nuance teilen. Kritik zu üben ist vollkommen legitim. Aber wir sollten anerkennen, dass wir damit schon jetzt unglaublich vielen Menschen geholfen haben. In dieser schwierigen Lage hat sich unsere Landesregierung niemals beteiligt am Überbietungswettbewerb, wer wie schnell welche Lockerung verkündet. Und in dieser schwierigen Lage zeigt sich in Hessen nicht das hässliche Gesicht des Egoismus. Vielmehr sind Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt die Maxime, die uns zusammenhalten. Liebe KollegInnen, dass wir nicht alles mit allem vollumfänglich zufrieden sind, ist vollkommen in Ordnung. Ich will aber feststellen, wir meckern hier auf verdammt hohem Niveau. Und die schrecklichen Bilder, die wir aus den USA oder Italien kennen, zeigen uns doch, wie gut wir, nicht nur in Hessen, sondern in ganz Deutschland, diese Pandemie gemeinsam bewältigen. Ich will uns deshalb ermutigen, mal für einen Moment auszublenden, die noch vor uns liegenden Herausforderungen und das politische Klein-Klein und dafür werben, festzustellen, wir können verdammt stolz sein auf dieses Land, auf die hessische Bevölkerung, auf die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, auf die vielen Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes seit Wochen den Laden am Laufen halten, auf diese Landesregierung, die manche gut und manche nicht so gut finden, die aber zusammen mit der Landesverwaltung in den letzten Wochen weit über die eigenen Belastungsgrenzen hinaus gearbeitet hat. Wir können stolz sein auf unser Gesundheitssystem, auf unseren Einzelhandel, auf die vielen Menschen, die sich vorbildlich an Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln halten. Wir können stolz sein auf die vielen Mütter und Väter, die im Homeoffice noch die Kinderbetreuung unter einen Hut kriegen müssen und auf die vielen ArbeitgeberInnen, die sie dabei unterstützen. Darauf können wir stolz sein, meine Damen und Herren. Liebe KollegInnen, diese Krise hat deutlich bewiesen, Hessen ist stark und Hessen ist handlungsfähig. Und Hessen wird den Weg aus dieser Krise meistern und steht trotz körperlichem Abstand emotional zusammen. Und auch darauf bin ich ziemlich stolz. Als Nächstes darf ich Herrn Heidkamp von der AfD ans Rednerpult bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete,
Wir haben unter erheblichen rechtlichen und haushalterischen Bauchschmerzen einem ersten Nachtragshaushalt 2020 mit zusätzlichen 2 Milliarden Schulden und Bürgschaften von 5 Milliarden zugestimmt, bei bereits aufgelaufenen Haushaltsschulden von 43 Milliarden und einer Nachhaltigkeitslücke von annähernd 80 Milliarden. Auch bei sprudelnden Steuereinnahmen über viele Jahre traute es sich die hessische Regierung damals nicht zu, mehr als 100 Millionen Euro abzutragen über 5 Jahre. Da sich insbesondere nach der Steuersetzung Mai 2020 mit Steuerausfällen alleine für das Land von ca. 3 Milliarden die Notwendigkeit eines zweiten Nachtragshaushalts abzeichnete, haben wir mündlich im Haushaltsausschuss und schriftlich am 8. Mai 2020 dem Finanzministerium mitgeteilt, dass wir einen zweiten Nachtragshaushalt 2020 nur zustimmen können bei detaillierten Informationen über den Verlauf der effektiven und geplanten Einnahmen und Ausgaben. Eine sehr wichtige, unverzichtbare Forderung ist uns dabei die Analyse, Diskussion und Realisierung substanzieller Einsparungen beim laufenden Haushalt 2020. Jede eingesparte Milliarde könnte uns Jahre Schuldendienst in der Zukunft ersparen. Wir bekamen am 19. Mai 2020 vom Ministerium eine sehr dürftige Antwort, die uns nicht befriedigt hat. Die Landesregierung muss in Folge davon ausgehen, dass ein zweiter Nachtragshaushalt ohne intensive Beratungen und verbindliche Festschreibung von regelmäßigen parlamentarischen Informationen unsere Zustimmung nicht mehr erhalten kann. In einem Artikel im Wiesbadener Kurier vom 25. Mai mit dem Titel »Die Opposition meldet sich zurück« entdeckten wir fast identische, uns aber sehr bekannt erscheinende Stellungnahmen der SPD und der FDP. Es erfüllt uns natürlich mit Zuversicht, dass andere Oppositionsparteien unsere Einschätzung der Lage teilen, kommt ja nicht oft vor. In dieser Situation kündigen Sie eine Aktuelle Stunde an mit dem dürftigen Titel 2 Milliarden Euro Hilfen, damit Hessen auch in der Krise stark und leistungsfähig bleibt. Ein Einzeiler für 2 Milliarden, ohne weitere Erklärung. So kann man nicht mit einer Position umgehen, deren Zustimmung einem wichtig ist. Bis Februar 2020 war unsere große gemeinsame Sorge, dass Deutschland im internationalen Umfeld nicht mehr wettbewerbsfähig sei, dass wir gewaltige Investitionen in die eigene Infrastruktur, in die Sicherheit, die Bildung, das Justizwesen, die demografische Entwicklung, den digitalen Aus- und Umbau stecken müssten. Man reibt sich die Augen. War das alles eine Fata Morgana? Nach Einschätzung der deutschen Präsidentin, der EU-Kommission von Macrons Gnaden, Frau Ursula von der Leyen, und der von Macron ebenfalls sehr geschätzten Frau Marguerite Vestager, unterstützt von der ehemaligen französischen Wirtschafts- und Finanzministerin, Frau Christine Lagarde, droht Deutschland zu stark für seine Partner aus der Krise zu kommen. Dem meint man unbedingt vorbeugen zu müssen. Es sollen Billionen EU- und EZB-Programme aufgelegt werden mit gewaltigen Umschichtungen in die Haushalte der seit Jahrzehnten defizitären Länder auf Kosten Deutschlands. Man verspricht uns dabei, das Geld auf keinen Fall für die alten Schulden ausgeben zu wollen. Nein, in den Reden schwadronieren alle auf ihren Konferenzen, diese Unsummen an Geldern sollten eingesetzt werden für den Aufbau neuer Industrien, für noch zu erfindende, bahnbrechende Technologien der Zukunft, für eine grüne, glücklichere Welt, natürlich ohne Umweltbelastungen. Man erzählt uns mit diesen Überweisungen, wäre es unseren südlichen Nachbarn aus dem Stand gelingen, ein neues, heiles, reiches Europa zu erschaffen, zum Wohle aller. Sogar die Grünen entwickeln Wachstumsfantasien. Das ist natürlich hanebüchener Unsinn. Investieren wir dieses Geld doch in die noch finanziell, wirtschaftlich und industriell erwiesenermaßen leistungsfähigste Volkswirtschaft der EU, nämlich Deutschland, damit wir zusammen mit unseren EU-Partnern, den USA und den Chinesen, Paroli bieten können. Die mediterranen Länder konnten sich seit mindestens 10 Jahren fast zinsfrei verschulden, ohne sich jemals zu Rückzahlungen verpflichtet zu fühlen. Ihre Schulden sind aber zu unserem Leidwesen auch in Jahren der Hochkonjunktur immer weiter gestiegen. Warum soll das anders werden?
Wenn wir Ihnen weitere 500 Milliarden € schenken und für 250 Milliarden € Kredite einräumen, von denen wir alle wissen, dass Sie sie niemals zurückzahlen werden, weil Sie es in absehbarer Zukunft einfach nicht kennen. Setzen Sie sich bei Ihren Parteifreunden bitte dafür ein, dass diese wieder runterkommen von Ihrem Billionentrip. Wir Deutsche brauchen das eigene Geld in dieser Krise selbst. Herr Heidkamp, kommen Sie bitte zum Schluss. Die von den Fraktionen vereinbarte Redezeit ist abgelaufen, Herr Heidkamp. Darf ich meinen Schlusssatz noch sagen? Beschränken wir diese Überweisungen auf das Notwendigste, damit in unseren Urlaubsländern menschliche Katastrophen vermieden werden. Die EU kann auch in Zukunft nicht auf einen starken Nettozahler Deutschland verzichten. Wir sollten ihn im gemeinsamen Interesse leistungsfähig erhalten. Danke schön. Für die Linken hat nun Herr Schalauske das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, kommen wir noch einmal zum Thema der Aktuellen Stunde zurück. 2 Milliarden, das ist das heutige Thema. 2 Milliarden hat dieser Hessische Landtag mit den Stimmen der Opposition der Landesregierung zugestanden, um die akuten Folgen der Pandemie, einzudämmen. Dafür, so war es. Das war einmütig mit den Stimmen der Opposition eine Entscheidung des Hessischen Landtags. Dafür haben wir, von uns besonders begrüßt, die schädliche Schuldenbremse wenigstens ausgesetzt. Besser noch wäre es gewesen, sie abzuschaffen. Und wir haben in einem ersten Nachtragshaushalt der Landesregierung sogar weitgehende Handlungsfreiheit zugestanden, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben das als Parlament getan, in dem Wissen, dass jetzt schnelles Handeln durchaus erforderlich ist in der Hochphase der Krise. Aber diese Entscheidung des Hessischen Landtags befreit die Landesregierung nicht davon, dass auch wir als Landesparlament die Regierung und ihr Handeln kontrollieren. Ganz im Gegenteil. Gerade eben, weil Sie so weitreichende Handlungsfreiheit bekommen haben, ist es umso notwendiger, dass wir als Parlament eine intensive Kontrolle dieses Handelns vornehmen. Und weil es nun einen offenen Brief gegeben hat, ja, von SPD und FDP, will ich noch einmal sagen, mein Hauptkritikpunkt am Handeln der Landesregierung ist nicht ihre Informationspolitik. Alles in allem fühle ich mich ordentlich informiert. Meine Kritik ist eher die Frage, was mit dem bereitgestellten Geld gemacht wird, und die zweite Ebene, was eben nicht gemacht wird. Einerseits sehe ich auch Probleme beim Vollzug. Viele, überwiegend auch sehr richtige Mehrbedarfe, die da angemeldet sind, die stocken im Vollzug. Angemeldet, die Zahl ist genannt worden, 1 Milliarde und 51 Millionen, ausgegeben bisher nur rund 300 Millionen. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, darauf mal zu schauen, was nicht getan wurde. Klar, die Programme, die Soforthilfen für die Unternehmen, die sind von der Landesregierung ordentlich administriert worden. Die Hilfen für die Unternehmen sind schnell bereitgestellt worden. Und das war für die Landesverwaltung sicherlich auch eine ordentliche Aufgabe, die es zu bewältigen gab. Aber es gibt eben auch andere Bereiche, wo es noch erheblich zum Nacharbeiten notwendig ist. Das sind die Solo-Selbstständigen, das sind die Künstlerinnen und Künstler, das sind Studierende, eben überall dort, wo es nicht darum geht, Umsätze von Unternehmen zu stützen. Da bleibt den Menschen auch mit ihren Verweisen häufig nur der Weg zum Amt. Darauf werden die Leute ja verwiesen. Während man große Eile bei den Unternehmen angesetzt hat, finden wir das mehr als ungerecht. Ein Beispiel, die Studierenden, deren Situation ist oft besonders schwierig. Viele von ihnen sind ohnehin vom BAföG abgehängt. Sie sind auf Arbeiten neben dem Studium angewiesen. Viele haben in der Krise ihr Einkommen verloren. Vom Bund gibt es nur den Verweis auf Kreditprogramme und vom Land dann ein kleines Trostpflaster für ganz wenige. Da ist einiges zu tun. Und wir wollen, dass es aus Landesmitteln
wenn es über 200 Millionen Euro für Hilfen für Unternehmen gibt, dann die Studierenden im Regen stehen zu lassen. Also hier stimmt etwas nicht. Und hier ist auch klar, wen Sie stark aus der Krise kommen lassen wollen. Es wird aber noch viel deutlicher an einem anderen Beispiel, nämlich einem Ressort in diesen Tagen ja viel diskutierten Sozialministerium. Es gibt seit einigen Monaten die Möglichkeit für Eltern, die der Arbeit nicht mehr weiter nachgehen können, weil sie eben nicht einfach im Homeoffice weiterarbeiten und nebenbei die Kinder betreuen können, die Möglichkeit, eine Lohnersatzleistung zu erhalten. Dafür stehen 200 Millionen Euro zur Verfügung. Und im Haushaltsausschuss haben Sie, Herr Finanzminister, oder hat das Finanzministerium uns mitgeteilt, dass davon bisher lediglich 1,4 Millionen Euro abgerufen worden sind. Und da frage ich mich doch, Herr Kollege Martin, wenn Sie die Menschen und die Sorgen der Menschen so ernst nehmen wollen, dann finden Sie, wenn sich Eltern jetzt darüber beschweren, dass diese Gelder noch nicht zur Verfügung stehen, finden Sie das Meckern auf hohem Niveau. Ich finde das ernste und berechtigte Nachfragen. Und warum sind diese Gelder noch nicht abgerufen worden? Weil es bisher noch kein Antragsverfahren seitens des Ministeriums gibt, weil das noch nicht auf den Weg gebracht wurde. Bei Unternehmen waren sie ganz schnell und unbürokratisch. Aber wenn es dann darum geht, Eltern zu entlasten, da klappt es im Sozialministerium nicht, ein einfaches Antragsverfahren auf den Weg zu bringen. Nicht nur das, während die Hilfen für die Unternehmen sogar breit beworben worden sind, findet sich auf den Seiten der Landesregierung seit über Monaten kein Hinweis auf die dringend notwendigen Hilfen der Eltern. Ich komme damit zum Schluss, Frau Präsidentin. Hier gibt es also für den bestehenden Nachtragshaushalt Bedarf zum Nacharbeiten, für einen zweiten Nachtragshaushalt sowieso einen Grund zum Jubeln. Jedenfalls, wie es die CDU vorhat, ist diese Aktuelle Stunde eben nicht. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Boddenberg das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will natürlich versuchen, in wenigen Minuten einen groben aktuellen Sachstand zu vermitteln, aber natürlich auch auf das eine oder andere, was hier vorgetragen worden ist, eingehen. Zunächst einmal, da bin ich immer noch so ein bisschen in der Erinnerung als Fraktionsvorsitzender der CDU, erlaube ich mir schon den Hinweis, Herr Weiß und Frau Schardt-Sauer, ich glaube, Sie haben es beide kritisiert, das sei nur so eine Jubelarie und eine Selbstbeweihräucherung. Ich übersetze jetzt das, was Sie an Kritik vorgetragen haben. Ich habe mir eben einmal die Presseerklärung der CDU-Landtagsfraktion angeschaut. Der erste Hinweis, und den halte ich auch für sehr wichtig, das würde ich ausdrücklich sagen, ist, in großer Einigkeit hat der Hessische Landtag beschlossen. So, und das ist, glaube ich, bisher in jeder Rede nicht nur gesagt worden, sondern ich lasse auch keine Gelegenheit aus, um darauf hinzuweisen, dass es gerade, bitte? Ja, darüber rede ich dann mit Ihnen in der nächsten Kabinettssitzung, aber jetzt mal zum Ernst. Also, jetzt mal im Ernst, Frau Kollegin Peser, Sie wissen, was ich sagen will, und ich glaube, wir beide sind uns schon einig, dass ich finde, dass auch zum guten Ton dazugehört und übrigens das Gemeinsame auch der einzige Weg ist, diese riesengroße Herausforderung zu bewältigen. Und dann kommt auch tatsächlich in dieser Presseerklärung einmal die Landesregierung vor, dass sie gelobt wird, aber im Zusammenhang auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich finde, also eine Fraktion, die das nicht wenigstens einmal erwähnt, dass hier vor allen Dingen an vielen Stellen sehr schnell und kurzfristig geholfen worden ist. Und Sie haben den Wirtschaftsminister angesprochen, den Innenminister mit dem, was in Kassel geleistet worden ist. Ich finde, das gehört irgendwie schon zur Arbeit auch einer Regierungsfraktion dazu. So, und Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist völlig richtig, Frau Schardt-Sauer hat es formuliert und hat es gesagt, es gibt keinen Grund zum Jubel. Die Debatte, die ich eben gehört habe, macht mir allerdings durchaus auch ein bisschen Sorge. Das will ich ausdrücklich feststellen, denn wir sind gerade mal 3 Monate oder 2,5 Monate in diesem Krisenmodus. Thomas Schäfer hat von einer Jahrhundertaufgabe gesprochen bei der Einbringung des ersten Nachtragshaushaltes. Ich würde so weit nicht gehen, dass es uns 100 Jahre beschäftigen wird. Aber unser nördliches Nachbarland Nordrhein-Westfalen sieht, dass es einen Zeitraum von 50 Jahren braucht, um das, was jetzt gerade in den öffentlichen Haushalten passiert, und das gilt für die Kommunen, Herr Weiß, wie für den Landeshaushalt, in 50 Jahren zurückzuführen. Ich will so weit heute nicht gehen. Ich will nur sagen, das zeigt ja so ein bisschen, wie groß die aktuellen Herausforderungen auch betragsmäßig sind auf der einen Seite, und wie lange es dauern wird, bis dass wir irgendwann mal vielleicht über die Krisenfolgen jedenfalls nicht mehr reden müssen.
So, einige Dinge sind angesprochen worden. Es ist eben mehrfach vorgetragen worden. Da ist ja erst 1 Milliarde verausgabt worden. Ja, Frau Schardt-Sauer, die Listen, die wir Ihnen geben, sind die tatsächlich auch buchhalterisch verfassten und damit erfassten Ausgaben. Ich könnte Ihnen jetzt die nächste Milliarde durchdeklinieren in wenigen Sätzen. Herr Schalauske hat die Verdienstausfälle angesprochen, die entschädigt werden. Übrigens, das dauert schon einen Moment, bis Sie den Apparat stehen haben. Das ist, wenn Sie sich das anschauen, wie der Anspruch ist, das ist deutlich komplexer als die Soforthilfen und die Kriterien, die wir dort haben. Deutlich komplexer, nicht in den Beträgen, sondern in der Voraussetzung, die dort vorliegen muss, damit Verdienstausfallentschädigung stattfindet. Das ist das eine. Und das zweite ist, Sie müssen halt auch erst einmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einer Stelle zusammenfassen, um das am Ende administrieren zu können. Das dauert schon mal hin und wieder einen Moment. Das ist keine Prioritätensetzung zugunsten der Wirtschaft. Übrigens, bis jetzt bin ich weiterhin der Meinung, und das bleibt auch so, dass die Förderung von Wirtschaft, die wir dort leisten, nicht nur Unternehmern zugutekommt, sondern den Beschäftigten in diesen Unternehmen, die mir genauso wichtig sind wie die Arbeitgeberseite. Das will ich auch noch einmal gesagt haben. Aber ich will nur sagen, so hoppla die hopp geht es halt manchmal nicht. So, und vieles von der zweiten Milliarde, die ich gerade angesprochen habe, ist entweder gesetzlich definiert, die Verdienstausfälle beispielsweise. Und der erste Betrag ist ja nur ein erster Betrag, den wir in der ersten Runde mal in das Papier aufgenommen haben, 200 Millionen. Das wird das Doppelte und das Dreifache in Summe werden, sage ich heute schon. Und dann nenne ich mal andere Dinge, öffentlicher Personennahverkehr. Da kommen Summen auf uns zu. In der Frage, wollen wir die jetzt einfach mit dem Defizit alleine lassen? Die melden an 250 Millionen hessenweit, um auch dort mal hier einen Betrag zu nennen. Und eine Reihe von anderen Dingen mehr. Und Herr Weiß, Sie haben die Soloselbstständigen angesprochen. Da können Sie jetzt sagen, das ist noch nicht genug, was er gemacht hat. Wir können übrigens und sollten darüber reden. Aber wir haben ja mal einen ersten Aufschlag gemacht für die Berufsgruppe, die man eigentlich so gar nicht vielleicht jedenfalls so regelmäßig auf dem Schirm hat, nämlich alle Kulturschaffenden. Und jetzt will ich mal was zur Umsetzung in der Haushaltsarbeit eines Finanzministeriums sagen, Frau Schardt-Sauer. Ich habe ein ganzes Wochenende mit Frau Kollegin Dorn, mit einigen Kollegen, natürlich immer auch dem Staatssekretär und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbracht, ein ganzes Wochenende, und das war mehr als ein Tag, um die Details zu regeln, um eine einigermaßen gerechte Lösung auch zu schaffen. Die können Sie immer noch kritisieren. Aber ich will an dem Beispiel und die 52 Millionen, die das in Summe sind, die sind öffentlich, deswegen nenne ich sie hier auch noch einmal. Die sind auch noch nicht enthalten. So, und der Pflegebonus, ich nenne mal das nächste Beispiel. Da kann man lange darüber streiten, ob das klug war. Aber der Volker Bouffier rief mich irgendwann aus Berlin an und sagt, sag mal, was machen wir denn jetzt? Da kommt gerade 1.500 Euro für Pflegekräfte in alten Wohnanlagen. Und alle sind dafür, die letzten 500 Euro sollen die Länder zahlen. Dann haben wir natürlich Ja gesagt. Ich weiß nicht, was Sie gemacht hätten. Ich habe gesagt, natürlich müssen wir da mitmachen. So, das waren die nächsten 40 Millionen. Und ich könnte noch eine Reihe von Punkten nennen. Wie gesagt, entweder gesetzliche Verpflichtungen oder aber freiwillige. Herr Boddenberg, darf ich Sie trotzdem auf die vorgesehene Redezeit hinweisen? Einen breiten Konsens in diesem Hause haben. Und ich will eine allerletzte Bemerkung machen. Kolleginnen und Kollegen, ich habe von der Dimension der Herausforderung eben am Beispiel Nordrhein-Westfalen gesprochen. Dieses Land Hessen hat ein Bruttosozialprodukt von um die 300 Milliarden Euro pro Jahr. Wir haben vor wenigen Wochen große Teile dieser Volkswirtschaft, dieser Gesellschaft stillgelegt. Um einfach mal auch zu sagen, was ist denn da in der Wirtschaft passiert und wie groß sind denn die Herausforderungen, die wir beispielsweise noch in der Wirtschaftsförderung haben. Und ich bin ja bei Ihnen, liebe FDP, wir haben im letzten Plenum darüber diskutiert, dass wir wahrscheinlich noch einiges werden machen müssen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu setzen. All das, bitte ich, sollten wir im Moment mal nicht schwarz-weiß diskutieren, sondern uns in den nächsten Tagen und Wochen vor dem zweiten Nachtragshaushalt über all diese Fragen austauschen. Da bin ich und freue ich mich auf gute Vorschläge von Ihrer Seite. Danke jetzt erst einmal fürs Zuhören und will noch einmal sagen, bis jetzt, finde ich, haben wir das ordentlich gemeinsam erledigt, und das soll bitte schön auch so bleiben. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, damit ist diese Aktuelle Stunde abgehalten. Und ich habe noch eine Bitte an Sie. Wir hatten auch im Ältestenrat mal darüber gesprochen, dass Wortmeldungen für Redebeiträge oder Tops nicht so frühzeitig kommen, dass wir hier den ganzen Vormittag hier schon ausgebucht haben. Ich sage Ihnen zu, Sie kommen alle dran. Wir ordnen das hier. Also Sie müssen die Zettel nicht irgendwie 3, 4, 5 Tops vorher abgeben. Sie kommen dran.